So Leute, Golf 7, KW V3, wir haben das Fahrwerk jetzt drin. Ergebnis, muss ich ehrlich sagen, ist sehr ernüchternd, was den Golf 7 angeht. KW V3 haben wir vernünftig eingebaut, haben die Höhen angegeben, die laut Gutachten drin stehen. Das gute Teil ist jetzt nach KW-Einbauanleitung auf der höchsten Stellung eingestellt. Entspricht jetzt bei dem Auto ungefähr einer Tieferlegung von 2-3 cm, was allerdings ja, rein optisch jetzt in der heutigen Zeit wahrscheinlich als Baukranhöhe bezeichnet wird, beziehungsweise relativ gering ausfällt. Ja, Probefahrt haben wir schon gemacht, also das KW V3 funktioniert ziemlich gut. Wir werden jetzt hier und da noch ein paar Abstimmungssachen machen. Es ist jetzt sehr komfortabel abgestimmt. Wir werden hier und da noch ein paar Klicks mehr machen. Aber jetzt erst nochmal zu der Geschichte. Wir blenden euch jetzt mal Bilder ein. Die haben wir gestern Nachmittag gleich noch gemacht. Wo ihr mal die ganze Geschichte vorne, hinten, Seite, ringsrum mal seht. Und dann halt die entsprechende Tieferlegung. Ich muss auch gleich dazu sagen, wir haben jetzt schon wieder das Problem mit den Originalfelgen Vorderachse, allgemein Problem Golf 5, Golf 6, Golf 7. Da sind original die 7,5 x 18 drauf mit den 225 40 18, original GTI-Bereifung. Und wir haben trotz der moderaten Tieferlegung immer noch das Problem, dass beim Einlenken die Reifen vorne schon am Radlauf schleifen. Das ist das erste Problem. Und das zweite ist, wir haben mit den Original-Golfachsen bzw. Domlagern und Co. hier keine vernünftigen Achswerte hingekriegt. Gut, stimmt jetzt so auch nicht. Die Achsen sind gut eingestellt, aber wir haben bei Weitem nicht die Achswerte hingekriegt, die wir haben wollten, beziehungsweise die wir mit dem Kunden abgesprochen hatten. Das Auto ist jetzt wirklich, es ging nicht um Tiefe, es ging jetzt wirklich V3, Fahrbarkeit, um die Kurve, Performance und so weiter und so fort. Muss allerdings ehrlich sagen, die Achswerte sind unterirdisch. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal ein paar Bilder mit einblenden, möchte ich ungern machen, aber wir sind jetzt ganz grob. Hinterachse knapp über 1 Grad Sturz, Vorderachse knapp unter 1 Grad Sturz und fahrdynamisch kompletter Müll. Tut mir leid. Ja. Wir hatten mit KW gesprochen, wir wollten gerne eigentlich die V3 mit den Clubsport Domlagern verbauen, haben uns da auch mit der Technik in Verbindung gesetzt, ist definitiv nicht möglich. Die Clubsport-Domlager funktionieren wirklich nur mit dem Clubsport-Fahrwerk oder ihr nehmt das STXTA, da gibt es auch die verstellbaren Domlager mit dazu, hat dann aber keine Zugdruckstufenverstellung, sondern nur Zugstufenverstellung. Na, jetzt sind wir gerade am Überlegen, beziehungsweise haben halt gestern nochmal geguckt, wir haben jetzt uns nochmal andere verstellbare Domlager besorgt und ja, jetzt warten wir drauf. Wir hoffen eigentlich, dass wir morgen Vormittag eintreffen, dass wir das morgen quasi nochmal die Vorderachse auseinandernehmen, die Domlager tauschen und dann einfach mal gucken, was halt auch die großen Federn von dem KW V3 überhaupt an einer Sturzvorstellung ins Negative noch zulassen, ohne dass wir mit den Federn an die Karosse kommen. Ja, dann machen wir nochmal eine Achsvermessung, gucken, auf welche Werte wir rauskommen. Auf jeden Fall, so wie er jetzt ist, Fahrverhalten KW V3 okay, passt alles, müssen wir hier und da noch ein paar Klicks nachnehmen, aber Achsgeometrie in unseren Augen unterirdisch. Wir gucken jetzt einfach mal, halten euch auf dem Laufen, wahrscheinlich gibt es dann morgen gleich wieder nochmal ein ordentliches Video, beziehungsweise ordentliches Video ist auch Quatsch, gibt es nochmal ein Video, wir hoffen, die Domlager sind da, haben eine ordentliche Achsvermessung und so weiter und so fort und dann schauen wir mal, dann bis später, mal sehen, was rauskommt. No, 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 no